schön, dass du hier bist. Hier kannst du inspirierenden Gesprächen rund um das Thema Gestalttherapie lauschen. Ganz nach dem Motto des gleichnamigen Buches von Irving Polster, jedes Menschenleben ist einen Roman wert, möchte ich in diesem Podcast mit meinen InterviewpartnerInnen die Gestaltarbeit erlebbarer und zugänglicher machen. Mein Name ist Katharina Renke. Ich bin Gestalttherapeutin und angehende Psychologin. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu dieser Folge des Gestalt-Café-Podcasts. Heute widmen wir uns der Frage, wer war Laura Perls? Und wir haben das große Glück, dass Christoph Weber im Gestaltcafé zu Gast ist. Denn Christoph hat vor einigen Jahren mitgewirkt an der Produktion des Films An der Grenze. Ein biografischer Film über Laura Perls. Laura Perls war Mitbegründerin der Gestalttherapie. Und in diesem Podcast, in diesem Gespräch, tauchen wir ein in die Figur Laura Perls. Welchen Beitrag leistet sie zur Gestalttherapie und welche Persönlichkeit macht sie aus und was hat ihre Therapeutenpersönlichkeit auch mit einem etwas sanfteren Stil in der Gestalt zu tun, der sich entwickelt hat, neben dem vielleicht etwas konfrontativeren Stil von Fritz Perls, ihrem Mann. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Christoph Weber im Gestaltcafé-Podcast, heute in live. Ich freue mich. Ja, gerne. Ich bin aufgeregt. Wir sind gerade, aber du hast eigentlich Heimspiel in deiner Praxis. Ja. In Berlin. Und ja, ich freue mich, dass ich mal nicht nur über Zoom, sondern hier auch in 3D ein Interview führen darf. Zum dreijährigen Jubiläum der ersten Corona-Erkrankung gestern ist jetzt vielleicht das Ende auch angesagt. Reicht. Das wäre wünschenswert, ja. Zumal für Gestalttherapeuten, wo Kontakt so wichtig ist. Genau. Und du hast es schon in den Mund genommen, Gestalt. Wir sitzen hier in deiner Praxis. Du hattest letzte Woche noch eine Gruppe, eine Gestaltgruppe hier. Was ist dein Bezug zur Gestalt? Wir haben jetzt gerade schon persönlich ein bisschen im Vorgespräch gesprochen, aber die Zuhörer und Zuhörerinnen kennen dich ja noch gar nicht vielleicht. Nein. Mein Bezug zur Gestalt, also ich bin jetzt seit 23 als Gestalttherapeut in eigener Praxis tätig, habe vor demnach 28 Jahren ungefähr meine Ausbildung angefangen und fühle mich zu dieser humanistischen Sicht und Haltung aufs Leben, auf die Welt, auf die Menschen angezogen. So, vielleicht ist es so, dass so, ja. Zu deiner Vita verlinken wir auch hier noch deine Homepage. Oh Gott, auch noch, gut, ja, okay. Ja. Ja, da gibt es mehr Informationen. Ich habe hier schon was Physisches, das mit unserem Podcast heute zu tun hat, in der Hand. Und zwar den Film An der Grenze, Lore Perls und die Gestalttherapie. Du hast mitgewirkt an der Produktion des Filmes und wir wollen heute auch über Laura Perls sprechen. Vielleicht direkt zum Einstieg, warum eigentlich Lore oder Laura? Also sie ist ja in Pforzheim geboren, 1905, und hieß Laura. Und Lore ist dann im Laufe der Zeit, sprich durch die Immigration nach Südafrika und nach Amerika entstanden. Mhm. Weil Laura wahrscheinlich im englischsprachigen Raum schwerer auszusprechen ist. Und so ist dann der Name Lore entstanden. Mhm. Oder vielleicht war es auch ihr Kosename, also das weiß ich nicht genau. Okay, und du warst an der Produktion dieses Filmes beteiligt. Auf welche Art und Weise? Was hast du gemacht? Also ich bin wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich war damals im Vorstand der Deutschen Vereinigung für Gestalttherapie und wir wollten Laura Perls aus dem Schatten ihres Mannes Fritz holen, weil Gestalttherapie war gleich Fritz Perls. Und wie ich dann oder wie andere auch eben bei ihren Recherchen herausgefunden haben oder mitgekriegt haben, hat Laura mindestens 50, wenn nicht sogar 60-70% der Theorie auf alle Fälle ihrem Mann zur Verfügung gestellt und er hat es einfach verwendet. Also wo es sichtbar wurde, war 1947 ist
unsere Bibel erschien, Ego, Hunger and Aggression. In der Erstausgabe wird sie noch erwähnt und dann hat Fritz sie rausgeschmissen. So, und uns war es wichtig, diese starke, besondere Frau zu ehren und haben 2005 zu ihrem 100. Geburtstag die erste Dachtagung Deutschland, Österreich, Schweiz, Gestalttherapie in München veranstaltet unter dem Motto 100 Jahre Laura Pörz. Mhm. So wie dieses Jahr 100 Jahre Martin Bube. Genau, genau. Das ist ja auch ein wichtiger Mensch für Laura gewesen, wichtiger Lehrer oder Inspirator. Und ein Kollege, Wolf Lindner, war beim ZDF gewesen, der hatte ein eigenes Filmstudio und der kam an den Vorstand mit der Idee, wie wäre es denn, wir machen einen Film über Laura Pörz. Und da ich einen Kunst-Kultur-selbstständigen Hintergrund habe, habe ich gesagt, wow, super Idee. Und die anderen Kollegen waren eher etwas beamtisch und vorsichtig, ja, nein und Also ich habe das ein bisschen gepusht und irgendwann war ich plötzlich, und dann hatte ich, weil ich aus der Kunst komme, ich hatte eine eigene Galerie in West-Berlin gehabt und eine Freundin aus der Kunstszene ist nach New York gegangen für ein halbes Jahr. Ich sage, du, ich komme dich besuchen und ich lerne durch dich ein bisschen die Kunstszene von New York kennen. Ja, klar. Und als dann rückte der Tag näher oder die Monate näher, wann kommst du? Und ich so, Also ich war in der Pflicht und ich sage ja dann im Oktober und dann habe ich gesagt, ja, und dann war diese Anfrage gerade und dachte, ach, ich gehe dann mal ins New Yorker Institut, gehe durchs Archiv und sage, das ist interessant, einen halben Tag und dann war es mein Beitrag zu dem Film. Das Leben spielt immer anders, als man denkt. Also aus diesem halben Tag wurden, ich war die zwei Wochen fast nur in Sachen Laura Pörz unterwegs, weil das New Yorker Institut nach 50 Jahren kein Archiv hat. Es gibt ein Dokument. Ich bin Historiker und war geschockt, geradezu, als der damalige Präsident sagte, ja, kannst mitkommen. Unser Archiv ist in einer Schuhschachtel drin. Das war das offiziell, was man aufheben muss, das Dokument, das juristische Dokument der Gründung des New Yorker Instituts 1952, glaube ich. Und mehr nach 50 Jahren Institutstätigkeit nicht. Für mich als Deutschen und Historiker war das ein Schock. Also kurzum, ich musste dann losschießen und gucken, wo kriege ich Informationen, Unterlagen. Und habe dann noch, glaube ich, war insgesamt dreimal in New York, also vielleicht 6-7 Wochen, Recherche, Interviewpartner suchen und dann das Filmteam organisieren, die Gelder organisieren. Also ich habe quasi die Produktion gemacht, ja, kann man sagen, heißt das, glaube ich, so. Ja. Also ich habe die Produktion gemacht und das unter Zeitdruck, weil 8 Monate hatten wir Zeit für eine abendfüllende 90-minütige Dokumentation. Der Wolf hat in Wien und in Pforzheim recherchiert und wir haben dann aus, ich glaube, 90 Stunden Material eben 90 Minuten runtergeschnitten. Und die Weltpremiere am, weiß ich welcher Tag, das war jedenfalls, wir haben es einen Tag vorher, war der Film fertig. Wow. Nervenkrieg pur. Und ein Kollege aus dem Vorstand sagte mir nach der Premiere, er hätte nicht gedacht, dass das fertig wird. Dachte ich, danke Olaf, aber hat ihr habt es geschafft. Für alle, die vielleicht Laura Pörz noch nicht kennen, ja. Warum war New York so wichtig? Na, Laura Pörz in eine Pforzheimer Juweliersfamilie eingeboren. 1905, sie war das zweite, die älteste, jüdischer Hintergrund, assimilierte deutsche Juden, also sie war nicht sonderlich religiös und sie hat 1930 Fritz geheiratet. Sie hatten sich in Frankfurt beim Studium kennengelernt und dann ist sie mit Fritz nach Berlin gekommen, haben hier im bayerischen Viertel, also ganz in der Nähe von der Praxis, 3 Jahre gelebt und sind in der Nacht der Machtergreifung mit 120 Reichsmark untergetaucht, haben ihre 12-Zimmer-Wohnung, sie haben da auch ihre praktiziert, stehen und liegen gelassen, nie wieder gesehen. Fritz ist gleich nach Amsterdam gegangen und Laura ist erst zu ihren Eltern nach Pforzheim gegangen mit der zweijährigen Tochter Renate, die auch im Film vorkommt. Und ist da noch 3-4 Monate oder ein halbes Jahr geblieben und ist dann auch nach Amsterdam. Und sie haben dann unter sehr schwierigen Verhältnissen in Amsterdam gelebt. Mhm. Und Ernest Jones,
ein Schüler von Freud, sie waren ja beides Analytiker von der Ausbildung her, hat dann, in Amerika waren die Quoten dicht, es wurden keine Juden mehr nach Amerika gelassen. Und dann hat Ernest Jones für sie in Johannesburg einen Platz gefunden und dann haben sie da das erste afrikanische analytische Institut aufgebaut. Und dann kam Apartheid, die Apartheid-Politik auf 1945. Und dann haben sie gesagt, mit Anfang 50, wir emigrieren nochmal, wir sind einem totalitären System entkommen und wollen nicht unter einem neuen totalitären System leben. Und sie kannten Erich Fromm noch aus Berlin. Der hat auch hier am Bayerischen Platz in Berlin gelebt. Und die Hornei war, die Karin Hornei hat Fritz seine Lernanalyse gemacht, die war ja auch in New York. Und die haben ihm sozusagen das Entree verschafft. Er war 18 Monate alleine, ohne die Familie in New York. Und dann ist Laura mit Renate, inzwischen gab es auch einen Sohn, Steven, der 1936 in Johannesburg geboren wurde, sind die dann auch emigriert ein zweites Mal nach New York. Und haben dann da mit Paul Goodman, mit dem hatten sie vorher schon Kontakt, und mit Hefferlein zusammen eben die Gestalttheorie entwickelt und publiziert, ich meine 47, 49 erschienen, bin ich jetzt nicht so ganz fit. Deshalb New York. Deshalb New York. Und also sie ist bis 1990 in New York geblieben. Also fast also 45 Jahre oder knapp über 40 Jahre hat das New Yorker Institut gegründet und ist aber in Pforzheim beerdigt, weil sie gemerkt hat, sie die letzten Wochen stehen an und ist dann mit Hilfe ihrer Tochter noch die letzten 4, 5 Monate hat sie in Pforzheim gelebt und ist begraben mit ihrem Vater zusammen. Das Familiengrab hat die Nazi-Zeit überstanden und sie hat die Asche von Fritz mitgebracht. Die hatte sie 20 Jahre im Kleiderschrank gehabt in New York. Diese Szenen aus dem Film, ich erinnere mich. Ja. Genau. Und damals, also heute auch noch, ist es verboten, menschliche Asche mit sich zu haben. Also Renate erzählte, sie hat das irgendwie reingeschmuggelt nach Deutschland. Und weil Laura war es wichtig, mit den beiden wichtigsten Männern ihres Lebens, Vater und Fritz, beerdigt zu sein. Hat geklappt. Wow, also geboren in Pforzheim und gestorben. Und sie hat nach dem Krieg, hat sie Pforzheim auch öfters besucht, weil da gab es das sogenannte Kleeblatt, also Freundin aus ihrer Jugend, eine Tänzerin, den Namen habe ich jetzt nicht parat, also Freundin aus der Schulzeit oder Jugendzeit. Sie war die einzige Schülerin, sie war auf dem Junggymnasium und war das einzige Mädchen über Jahre oder die ganze Zeit. Und die haben sich dann, die vier alten Damen, deshalb Kleeblatt, jeden Sommer, glaube ich, getroffen und sie hat dann Workshops gegeben am Frankfurter Gestaltinstitut und hat so also Gestalt auch in Deutschland ja, weiter promotet sozusagen. Und du hattest vorhin gesagt, als Fritz und Lore quasi nach Johannesburg emigriert waren, hatten sie dort ein psychoanalytisches Institut. Und war das die Phase, in der Lore auch noch ihre Doktorarbeit geschrieben hat? Nee, die war schon fertig. Die hat sie 1927, 28 bei Professor Gold in Frankfurt gemacht. Nee, die waren abgeschlossen beide, hatten beide ihre Abschlüsse in Frankfurt an der Goethe-Universität gemacht. Und nee, das war alles durch. Sie haben beide, also Fritz hat schon Ende der 20er Jahre hier in Berlin am Tauentzien, also an der Gedächtniskirche hat er seine Praxis gehabt, Tauentzien, also quasi Downtown West-Berlin, direkt neben der Gedächtniskirche, neben dem romanischen Café, da hatte er seine Praxis gehabt. Und dann haben sie offensichtlich in der Münchner Straße diese großzügige Wohnung gehabt, wo sie dann beide auch praktiziert haben. Okay. Und als Analytiker. Als Analytiker, genau, weil ja, ich möchte jetzt so ein bisschen drauf hinaus. Wie kommt es, dass oder welchen Beitrag leistet Lore auch zur Gestalttheorie, vielleicht auch mit dem Hintergrund ihrer Doktorarbeit? Wie ist das weitergegangen? Also sie ist, so habe ich es wahrgenommen, ich habe sie nun leider nicht mehr persönlich kennenlernen dürfen, weil sie 1990 gestorben ist. Soweit
Sie war deutlich strukturierter und geradliniger, wohl auch im Denken, als Fritz. Fritz war ja ein sehr unruhiger Mensch, wie sein Vater auch. Der war Weinhändler und hat im ganzen Deutschen Reich damals, war der unterwegs um 1900. Und Fritz war ja auch so ein ruheloser Geist, der hat ja noch ein halbes Jahr vor seinem Lebensende einen Kibbutz gründen wollen in Kanada, hat Esalen verlassen, um einen Kibbutz zu gründen. Ist ja auch von New York, also von der Ostküste an die Westküste gezogen, nach Esalen, Kalifornien von New York, und war ja sehr unruhiger Geist. Und Laura hat auch in einem Interview gesagt, er hatte zwar tolle Ideen und war sicherlich auch, hatte sowas von Genie, aber er kriegte das nicht zusammen, und das hat sie dann gemacht. Sie hat quasi die Gedanken strukturiert, in Worte gefasst, und deshalb ist ihr Anteil wahrscheinlich deutlich höher in der Gestalttheorie, als dokumentiert wurde, weil Fritz in seiner patriarchalen Art, sie hat in einem Interview auch gesagt, wie war das, er wollte das haben, er brauchte das, dann habe ich es ihm gegeben. Dann hat er das halt verwertet, und sie hat von ihren Eltern mitbekommen, es macht dich nicht wichtig, sei lieber in der zweiten Reihe, sei, also klassisch deutsch, sei züchtig, zurückhaltend, als Mädchen, als Frau ist man in der zweiten Reihe. Und das hat sie eben dann gelassen. Und neben dem strukturierteren, klareren, wird ihr auch nachgesagt, sie sei etwas weniger provokativ, deutlich weniger. Oder vielleicht auch, wenn man es anders oder positiv formuliert, liebevoller gewesen? Also ein Zitat von ihr in einem Interview ist mir sehr hängen geblieben. Es gibt ja auf YouTube Mitschnitte oder Aufzeichnungen von Fritz. Ja. Er hat ja meistens in Gruppe Einzelarbeit in Gruppe gemacht. Das ist klar, er sieht ja ein bisschen aus wie so ein Waldschrat dann. Eine Zigarette nach der Kettenraucher. Und es gibt da sehr eindrückliche Szenen, wo Menschen innerhalb kürzester Zeit hohe emotionale Ausbrüche haben. Und Laura hat das mal kommentiert mit: Durchbrüche sind oft Zusammenbrüche. Mhm. Und Fritz hat sich wohl nicht wirklich dafür interessiert, was machen die Menschen, die diese Durchbrüche hat. Das ist ja sehr theatralisch, ist vielleicht gemein, aber sehr, sehr eindrücklich, wenn man sieht, wie innerhalb von 3 Minuten, da hatte Fritz wirklich sozusagen einen Riecher, aber ihn hat es überhaupt nicht interessiert, wie geht's weiter. Und da hat Laura eine deutlich fürsorglichere Haltung. In Amerika wird auch deutlich zwischen dem East- und West-Coast-Style unterschieden. Also Laura in New York hat eher dieses fürsorglich, liebevolle, vorsichtige, oder ein Zitat von ihr ist auch, eben Leben an der Grenze heißt der Film, weil sie das einzige Buch, was sie offensichtlich selber herausgegeben hatte, wo es klar ist, dass sie die Autorin ist, heißt Leben an der Grenze. Sie sagte immer, wo die Grenzen sind, da sitzt Angst, und es geht darum, die Grenzen zu weiten. Und Fritz hat also fast brachial die Grenzen durchbrochen und dann man könnte sagen, Effekthascherei gemacht. Ihn hat der Mensch dann vielleicht nicht so wirklich interessiert. Also Laura war in meinem Verständnis mehr am Menschen dran und vorsichtiger, zärtlicher, fürsorglicher. Mhm. Zärtlich ist auch ein passendes Wort. Und wie spiegelt sich das vielleicht auch in den Erzählungen von Renate wieder? Also die Tochter von Nore und Fritz. Also Renate habe ich dann, ich weiß nicht, wie viele Tage wir zusammen waren. Also sie hat mir Familiengeschichten erzählt. Ich werde es nie vergessen, nach einem Tag, halben Tag oder 6-8 Stunden mit ihr zusammen, musste ich zu Dan Blum, der damals Präsident war, und habe gesagt, Dan, ich brauche jetzt erstmal einen Schnaps. Was ist mit dir los? Ich habe Stories über das Familienleben der Familie Pearls gehört. Ich komme aus einer dysfunktionalen Familie. Aber das war nochmal steigerungsfähig. Mhm. Und also sie sagt im Film, die Szene habe ich, das Zitat habe ich auch drin gelassen beim Schneiden: He was a son of a bitch, Fritz. Also sie meinte, die schönste Zeit ihres Lebens war, als er die 18 Monate in New York war. Mhm. Und sie mit Laura alleine in Johannesburg war. Mhm. Er war kein Familienmensch. Und da hat Laura das mütterlich-fürsorgliche ist, Laura und liebevolle. Mhm. Ja,
Also ich bin da tatsächlich auch schockiert gewesen, als ich den Film geschaut habe. Und kann vielleicht auch dadurch manche Vorurteile besser nachvollziehen, An welche Vorurteile die denkst du jetzt? Gestalttherapie entgegengebracht werden, wenn sie nur an Fritz Perls Achso, denken ja. oder mir dann entgegengebracht Ja, werden klar. als Gestalttherapeutin. Das Ist das heute noch ist bekannt? immer Oder noch bekannt Dirty heute. Old Man hieß er ja auch im Alter. Ja. Er soll ja eine Beziehung gehabt haben mit einer 30, 40 Jahre jüngeren Frau und er hat mit ihr Therapie gemacht. Das ist natürlich heute undenkbar, dass ein Therapeut eine sexuelle Beziehung mit einer Klientin hat oder eine Beziehung hat und mit dieser Beziehungsperson eine Therapie macht. Das ist ja, geht gar nicht. Apropos Gossip. Ah, jetzt wird es interessant. Ich will nicht mitschneiden. Und zwar hattest du ja erzählt, als Fritz und Lore dann tatsächlich in New York waren und an dem Buch, das ich, Der Hunger und die Aggression, geschrieben haben, haben sie Paul Goodman und Heffalein ins Boot geholt. Und ja, in meinem Interview über Paul Goodman mit Stefan Blanketz hat Stefan erzählt von einer Begegnung mit Lore Perls, wo Stefan ihr seine Doktorarbeit in die Hände gelegt hat über Paul Goodman, und über Lores Gesicht huschte ein Schimmer von Liebe und Gerührtheit. Ja, das glaube ich sofort. Ja. Sie hat in einem Interview gesagt, als sie gefragt wurde, irgendwie Sexualität im Alter und so, das ist wie ein Fahrrad, was nicht mehr gefahren wird, das rostet. So. Man sagt ihm ja, Paul Goodman hat ja seit den 30er Jahren offen seine Bisexualität gelebt, was natürlich ein wahnsinniger Skandal damals war. Und es gab ein Affront bei der Beerdigung von Fritz 1970 in New York. Ich bin jetzt nicht sicher, da gehe ich jetzt ein bisschen aufs Glatteis, aber also Paul Goodman hat wohl die Rede gehalten und die Trauerrede gehalten. Und es wurde damals gemunkelt, dass Laura und Paul eine Affäre oder eine Beziehung haben. Also das scheint nicht aus der Luft gegriffen zu sein. Also bei der Reaktion dann bestätigt das sozusagen noch. Why not? Absolut. Ich wollte einfach ein bisschen eintauchen Ja. in die Person Laura Perls. Was macht das Bild rund von Laura? Was müssen wir erwähnen, wenn sich Leute fragen hier im Publikum, wer war Laura Perls? Also mir kommt so der gute alte Begriff gewissenhaft, zuverlässig. Sie hat sich um die beiden Kinder gekümmert, sie hat das New Yorker Institut am Leben gehalten. Zum 25. Jubiläum gibt es einen Videomitschnitt, den ich entdeckt habe bei meinen Recherchen, wo sie als Isadore Fromm sagt, She kept the flame burning. Also Fritz hat quasi New York verlassen. Der hat das zwar gegründet, er war jemand, der Impulse gab, aber er hat keine Kontinuität gehalten. Also dass sie ist unstet in ihm. Und das ist Lauras Verdienst, dass sie wirklich quasi pflichtbewusst, ich sag mal deutsch, dran geblieben ist und die Schritte, die notwendig waren, gemacht haben. Und sie war ja bis kurz vor ihrem Lebensende war sie die Präsidentin des New Yorker Instituts. Und die Schülerinnen, die ich gesprochen habe in New York, sagten auch, sie war also lebensfroh. Sie hat Klavierspielen geliebt. Sie wollte auch eigentlich auch Pianistin werden. Sie hat bis ins hohe Alter wohl, wenn die Gruppen zusammenkamen bei ihr in der Wohnung, also die Ausbildungsgruppen in den 60er Jahren, 70er Jahren, hörten sie wohl noch nebenan sie Klavier spielen und dann kamen sie und dann haben sie ihre Sitzungen gehabt, ihre Ausbildung. Das ist nicht so wie bei uns Ausbildung, sondern das ist eher bis heute im New York Institut ein kollegialer Austausch. Darf man, deshalb gibt es eben auch keine Unterlagen, kein Archiv, weil das ist alles im Fluss und es ist gerade was da ist, ist da. Das ist spannend, weil ich habe mich immer gefragt, gab es dort überhaupt Ausbildungen? Weil eben es immer so verkauft wurde, als sie treffen sich, um die Gestalttherapie-Theorie lebendig zu Ja. gestalten untereinander. Ja, machen Sie auch. Also ich war bei einigen Treffen, einmal im Monat trifft sich eben seit 1952,
mit wohl minimalen Unterbrechungen, wenn überhaupt, das New Yorker Institut, immer an verschiedenen Orten. Also ich war so in so, hier würden wir sagen, so Nachbarschaftshäusern in Manhattan. Und es werden dann, manche tragen ihre Theorien vor. Wer Mitglied werden will, muss erstmal einen Vortrag halten über ein Gestaltthema. Und dann wird darüber diskutiert. Also es ist ein sehr lebendiges Miteinander, eher so diskursmäßig. Es ist definitiv kein Frontalunterricht oder kein, also schon gar nicht so durchdekliniert wie bei uns, eben 4 Jahre Curriculum. Das hängt natürlich auch mit dem Ausbildungs- und Arbeitssystem in Amerika und oder USA und Deutschland zusammen, dass hier andere Anforderungen von der Bürokratie oder vom Staat sind als in Amerika. Und wenn ich jetzt an Laura Perls denke, dann denke ich gerade an den Namen Dan Rosenblatt. Mhm. Wer war dieser Mensch? Es ist jetzt tatsächlich eine Frage, die ich gerade habe. Also es gibt im Kölner Institut einen Live-Mitschnitt von einem Dialog zwischen den beiden. Dan war öfters wohl in Köln. Ich habe ihn leider nicht kennengelernt, weil er außerhalb von New York lebt. Der wäre als Zeitzeuge auch wichtig gewesen, aber Zeit- und Mittelfolge? Nein, Fanny, lass es. Geh mal ab, genau. Versuchzeit. Nee, bleib mal unten. Und er war Schüler bei ihr. Da weiß Stefan Blankertz, glaube ich, mehr, weil er dann noch mehr mit zu tun hatte. Mhm. Und ja, Schüler und dann auch sowas wie ein Weggefährte. Also er hat sich wohl auch um die alte oder ältere Laura dann gekümmert, also auch als Freund. So. Und ich kann mir vorstellen, dass beide auch viel Theorie gemacht haben, sich da gegenseitig eben ja, theoretische Diskurse geführt haben. Da gibt es auch einige Interviews, die verschriftlicht online verfügbar sind. Ja, dann. Okay. Und also wir haben jetzt gesagt, Laura hatte wahrscheinlich auch Einzelklienten in New York, ja, in ihrer eigenen Praxis. Ja. Sie hat Ausbildungsgruppen gemacht, sie hat Sommerworkshops gemacht, auch in Deutschland. Ja, da war sie, in Deutschland war sie wohl ab den 80er, also Fritz ist, wenn ich es richtig erinnere, maximal ein- oder zweimal nach Deutschland gekommen. Der wollte mit Deutschland nichts mehr zu tun haben. Die Eltern haben mit den Kindern auch kein Deutsch geredet. Also Renate hat sich als 60-Jährige angefangen, Deutsch selber beizubringen, weil sie wollte nach Deutschland ziehen. Sie ist sehr musikaffin, hat mit den Münchner Philharmonikern viel zu tun gehabt und wollte eigentlich so ihren Lebensabend in München verbringen. Hat auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht geklappt. Und da ist ja Laura deutlich mehr verbunden gewesen mit Deutschland und ist, ich weiß nicht wie oft, aber ich schätze mal über 20 Jahre, ja, von 1970 bis 90 bestimmt 15, vielleicht 20 Mal in Deutschland gewesen. Und hat hier dann vor allen Dingen das Jerry Kogan vom Frankfurter Gestaltinstitut, der war auch Schüler bei ihr und der war wohl einer der ersten, der auch mit seiner Abschlussarbeit sie versucht hat, eben mehr ins Bewusstsein zu holen. Das muss 70er Jahre gewesen sein. Der hat sie wohl dann eben quasi nach Frankfurt geholt, weil er ist Amerikaner und so war sie dann oft hier und hat hier ja Workshops, Ausbildungsgruppen betreut. Und wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf deine Recherchezeit, was hat dich da besonders bewegt? Wir haben vorhin schon die Gespräche mit Renate angeschnitten, aber so in Bezug auf Laura Perls, was war da innerlich bei dir in Gang gekommen? Also ich werde den Moment nicht vergessen. Ich war bei einer Gestaltkollegin in New York untergekommen. Die hatte ich bei einem europäischen Kongress in Prag kennengelernt 2004. Und den Namen, na, sage ich dir später. Also jedenfalls am ersten Abend sagte sie zu mir, hast du eigentlich Laura schon mal gesehen? Meinte ich, nein. Und dann holte sie dieses Video raus, weil sie eben so lange, sie ist Opernsängerin gewesen, aber auch, was ich seit Jahren schon Gestalttherapeutin und viel Körpertherapie gemacht. Und dann sah ich das erste Mal Laura bei diesem Vortrag, oder wo sie die Festrede auf das Silberjubiläum des New Yorker Instituts hält.
Und dachte ich, wow, was für eine Frau. Also, auch in diesem Kleid, ne? Genau, die Orchidee, das Kleid, Abendkleid. Also für mich war das europäisch, bürgerlich, großbürgerlicher Habitus, den Abend, also nichts Amerikanisches für mich. Also ich war geflasht und dachte, wieso habe ich jetzt nach, da hatte ich wie viele Jahre, ja 10 Jahre Ausbildung, ich hatte nie ein Bild von Laura gesehen. Mhm. Dachte, oh, wie traurig ist das denn? Und bei so einer, also sie hat eine Präsenz in diesem Video, die und bei den Filmaufnahmen, die ich danach dann recherchiert habe oder mir angeguckt habe, also das ist schon beachtlich. Eine sehr ruhige, prägnante, klare Präsenz. Was sagte eine New Yorker Kollegin, die bei ihr aus Rosella Frank, es war manchmal so still, dass man Engel im Raum hörte. Und Laura hat scheinbar ganz viel Raum gelassen, eben im Gegensatz zu Fritz, der dann ins Agieren kam, hat sie einfach Raum gelassen und entstehen lassen. Und das ist mir sehr sympathisch. Das ist so, also ich würde, wenn man sagt, wer ist, welche Schule folge ich, also ich folge ganz klar Lauras Schule, weil dieses, ja, ich sag mal, aggressiv-männliche, um es mal so Yin-Yang oder männlich-weiblich zuzuordnen, das ist nicht so meins, ist konfrontativ. Und du hattest vorhin schon gesagt, das fällt mir dazu ein, dass Martin Buber auch sehr wichtig für Laura war und das Dialogische in der Arbeit. Definitiv, und das ist wohl auch ihr Verdienst. Sie hat Martin Buber in Frankfurt an der Goethe-Universität kennengelernt. Mhm. Ich habe nicht herausgefunden, da gibt es unterschiedliche Meinungen, ob sie wirklich Schülerin war, also ich denke schon, und wie eng der Kontakt war. Mhm. Aber auf alle Fälle hat sie wahrscheinlich von ihm das dialogische Prinzip, du und ich, übernommen. Und ich glaube, das ist ihr Verdienst, dass das so eine wichtige Stelle im Stellenwert in der Gestalttherapie hat. Wow. Und sie war es ja auch, die in Johannesburg die Revolution oder den Bruch mit der Psychoanalyse gemacht hat. Sie hat den Klienten von der Couch ins Gegenüber geholt und hat gesagt, wir sind nicht mehr Patient und Ärztin, sondern Klient und Therapeut. Und wir sind auf Augenhöhe, wir sitzen uns gegenüber. Und das war sie. Und das muss ja 37, 38 gewesen sein. Oder jedenfalls Ende der 30er Jahre. Und das war ja sozusagen der äußere Bruch mit der Psychoanalyse und dann, oder Weiterentwicklung, wie man es sehen will. Mhm. Und daraus ist dann eben die Theorie entstanden, dass es eben um Kontakt und nicht um dieses, ich sag mal, archäologische Forschen in der Vergangenheit, was die Analyse ja stark im Vordergrund hatte. Das begeistert mich, ja. Dass auch durch eine Therapeutin-Persönlichkeit so eine Veränderung oder eine Weiterentwicklung stattfinden kann. Ja. Das macht Mut für die eigene Arbeit, dass man sagt, okay, es passiert was, auch wenn scheinbar nichts passiert. Es muss nicht diese Durchbrüche oder also hohe Emotionalität im Raum, das ist eindrücklich, ja. Aber dieses stille, leise, ich habe das Bild vom Wasser. Wasser in seiner Weichheit schafft es, Granit oder schweres Gestein zu verändern. Das dauert, aber diese Bewegung ist eine sanfte Bewegung. Ich war gerade 2 Wochen auf Island und da wird aus grobem Lava ganz schöne, runde Lavasteine, die ja über die Jahrhunderte geformt worden sind und nicht mit, wir Menschen brauchen brachiale Mittel, um Gestein irgendwie zu verändern. Und die Natur macht es ganz sanft. Und das ist für mich das Bild dazu. Um nochmal eine andere Metapher auszupacken. Es gibt ein Buch mit dem Titel Meine Wildnis ist die Seele des Anderen. Was sagt dieser Satz aus? Hast du da eine Meinung zu, eine Idee, eine Hypothese? Also so ein Stück weit vielleicht dieses Holistische, wir gehören, alles ist mit allem verbunden. Mhm. Und wenn ich meine Lebendigkeit, Wildnis, Lebendigkeit, Laura ist in der Kaiserzeit erzogen worden, da hat man, also Lebendigkeit unterdrückt, das war Drill, Pflichtbewusstsein, Konvention.
Und deshalb ist Gestalttherapie in den 60er Jahren während der sexuellen Revolution sicherlich auch so populär gewesen, weil da geht es ja, mach dich frei von dem, was dich bezwängt. Das ist Hippie-Flower-Power-Bewegung. Also das war die Therapie zu diesem Lebensgefühl. Und wenn man diese Wildheit zulässt, dann ist man ja auch, oder dieses Lebendige, ist man präsenter als Mensch. Und dann kann man auch mit einer Seele, also sprich mit einem anderen Menschen, gut in Kontakt kommen. Oder man merkt, aha, wir sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. So würde ich das jetzt so spontan. Ja, das war einfach nur, weil mir dieser Titel gerade einfiel. Da wurden auch Interviews von Lore zusammengefasst, glaube ich. Ich kenne es. Ich überlege gerade, was gerade klingt oder was gerade noch präsent ist. Also ich stelle mir gerade Laura in Johannesburg vor, auch mit Fritz. Und wenn du sagst, dass in dem ersten Buch sie in der zweiten Edition dann aus dem Vorwort oder so herausgestrichen wurde, war das eigentlich so, dass sie wirklich Passagen geschrieben hatte? Also das kann man nicht mehr nachvollziehen, weil es die Dokumente ja nicht gibt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie viel Theorie geschrieben hat und er das einfach genommen hat. Und Bertolt Brecht, Zeitgenosse, inzwischen weiß man auch dokumentiert, dass er hatte ja eine Handvoll oder noch mehr Geliebte und die haben publik geschrieben und er hat einen Großteil, also ein Drittel wohl von seinem Werk, mögen mich die Literaturwissenschaftler jetzt nicht killen, jedenfalls einen erheblichen Anteil von seinem Werk, was er quasi von den Frauen einfach übernommen hat und seinen Namen drunter gesetzt hat. Und das war Habitus der Zeit. Ich bin hier Hermaul. Also war vom Zeithistorischen her ganz natürlich. Und es gibt ja den schönen Satz, hinter jedem großen Mann steht eine noch größere Frau. Und das trifft da auf alle Fälle zu. Also ich hatte mal mit einem Freund, hatte mit Katja Mann zu tun, mit der Witwe von Thomas Mann, und die hat sich bis zum Lebensende mit hier ist Frau Thomas Mann gemeldet. Und die zweite deutsche Kaiserin, Tochter von der Queen Victoria, hat sich als Witwe Kaiserin Friedrich genannt. Aha. Also in Erinnerung an ihren Mann, und die ist 1905, glaube ich, gestorben. Also Kaiser Wilhelm II. War ihr Sohn. Das war selbstverständlich Kaiserin Friedrich. Das macht mich sprachlos. Ja. Also es zeigt, wenn die Kaiserin das schon macht, dann war das natürlich fürs Bürgerliche, und Laura kommt ja aus dem Bürgerlichen und Katja Mann ja auch, oder Großbürgerlichen. Das war selbstverständlich. Der Mann ist das Wichtigste. Und die Schwiegertochter von besagter Kaiserin Friedrich, Kaiserin Augusta, die letzte deutsche Kaiserin, hatte den deutschen Frauen mit auf den Weg gegeben. Es gibt 3 Ks für die Frau: Kinder, Küche, Kirche. Und um was anderes hat eine Frau sich nicht zu kümmern oder zu interessieren. Apropos Kirche, war denn Laura Pörls gläubig? Also beide haben ihr Judentum, waren beides assimilierte Juden. Fritz' Mutter kam aus Schlesien, Oberschlesien. Die hat noch gewisse Traditionen gepflegt. Und also Fritz und Laura, soweit ich mitgekriegt habe über Renate, wurde da nichts mehr gepflegt. Also kein koscher Essen. Man war vollkommen verweltlicht. Und Renate hat, als sie mal hier war, sie war 2 oder 3 Mal in Berlin, hatte ich sie eingeladen oder dafür gesorgt, dass sie kommen konnte. In der jüdischen Gemeinde, hier im Zentrum Judaikum, Oranienburger Straße, recherchiert und hat sie rausgefunden, was ich auch noch nicht wusste, dass ihr Vater 1930, glaube ich, aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten ist. Gut, dem Jüdischen entkommt man nicht, aber die Familie Pörls hat areligiös, also klassisch weltlich gelebt. Wow, jetzt haben wir einen Rundumschlag gemacht. Ja, ich bin aber ganz dankbar, dass wir jetzt keine A, B, C, also keine ganz strikte Biografie hier gemacht haben, sondern... Das ist ja auch schwierig. Dafür ist sie auch zu komplex. Ja.
Also ich habe ja ihre Enkelin kennengelernt und das ist für mich sowas wie die Reinkarnation von Laura in New York. Ich habe sie auch ziemlich bearbeitet, dass ich sie auch interviewen darf, aber sie wollte nicht, weil sie hat eine Frische, also so ein Spirit, eine Lebendigkeit, eine Wachheit, also auch von der Physiognomie her gewisse Ähnlichkeiten mit Laura in jungen Jahren. Also dachte ich, wow, so muss Laura gewesen sein. Und die beiden haben auch einen engen Kontakt gehabt. Also die, wie schön. Mhm. Also die Enkelin war vielleicht, was wird die gewesen sein, 30, als Laura starb, vielleicht 35. Also die beiden haben viel Kontakt gehabt, hatte sie mir erzählt. Und das ist ja so, also ja, lebendig, klar, präsent, also das sind so Begriffe, die ich mit Laura, also ich habe ja nur alte, also als sie 70 plus war, Videos gesehen, wie sie als junge Frau war, keine Ahnung. Aber dann denke ich mir, war sie noch, also hatte viel Esprit. In Johannesburg haben die ein großes Haus gepflegt, die Pearls. Die haben das erste Bauhaus-Stilhaus in Johannesburg sich bauen lassen. Also denen ging es richtig gut mit wohl Tennisplatz. Mhm. Fritz hat noch Flugstunden gehabt. Der hat einen Privatjet oder konnte eben fliegen. Und es waren ja viele Immigranten auch in Johannesburg. Und wo Renate erzählt, es gab regelmäßig Hauskonzerte, wo Laura eben Klavier gespielt hat und dann Leute vom Konzertgebau, was ja eines der wichtigsten großen Weltorchestern war und ist, kamen, dann hat man da eben richtig klassisch Hausmusik gemacht. Mhm. Und das ist, Laura hatte einen hohen humanistischen Hintergrund, die klassische deutsche humanistische Ausbildung. Sie hatte ihren Goethe, Schiller sicherlich drauf und die russische Literatur und Shakespeare. Also, und sie wollte eben Pianistin werden, also auch das ganze Kulturgut des 19. Jahrhunderts hatte sie sehr verinnerlicht. Fritz nicht so, weil er halt aus deutlich ärmeren oder sozial anderen Schichten kam. Er war nicht ganz so von der Familie her gefördert und gebildet worden, weil die auch sehr zerrüttete Familienverhältnisse hatten, seine Eltern, Fritz' Eltern. Aber Laura war so für mich das klassische Bildungsbürgerfrau. Was hat die denn so angezogen, die zwei, Fritz und Laura? Also sie hat gesagt, beim Interview so mit so einem Lachen, er war halt so ein klassischer jüdischer Intelligenzia-Mensch, Mann, und das hat mich angesprochen. Also schon sicherlich diese hohe geistige Vitalität. Fritz wollte ja auch Schauspieler eigentlich werden. Er hat bei Max Reinhardt auch eine Zeit lang Komparserie gemacht. Und zu Hause anscheinend aber immer die Hauptdarsteller gespielt. Ja, das ist so. Das passt zu ihm, genau. Er war ja auch so ein Revoluzzer. Sicherlich dieses Querdenker darf man heute nicht mehr so sagen. Also dieses Revoluzzer-mäßiges, ich glaube, der ist dreimal von der Schule geflogen. Also dieses Aufbegehren, das könnte ich mir vorstellen, war für sie, die ja aus doch einem recht bürgerlichen, der deutsch-bürgerlichen Korsett kam und so ein Freigeist, das hat sie inspiriert. Plus diesen intellektuellen Diskurs, eben, er war damals Assistent, ich glaube, bei Professor Gold gewesen, bei der Gestaltpsychologie. Und so haben die sicherlich sich über den Geist, über das Intellektuelle. Mhm. Und Laura hat auch auf Betreiben oder jedenfalls, er hatte ja schon seine Psychoanalyse-Ausbildung oder war in der Analyse drin. Und Laura hat dann ja auch eine Psychoanalyse gemacht. Also von daher, das wird auch seine Inspiration gewesen sein. Mhm. Also, und er war wie viele Jahre älter? Ich glaube 8 Jahre oder 10 Jahre älter und kam aus Berlin, sagte sie auch. Sie kam aus der Provinz Pforzheim, eher aus Berlin, Reichshauptstadt und kannte schon interessante Leute. Und das hat sie sicherlich fasziniert. Mhm. So eine Anziehung. Ja, ich schmunzel da, ist doch schön. Ja. Und er hat ihr quasi das Berliner Leben und sie ist dann ja von Frankfurt mit ihm 1930 nach Berlin gekommen. Beide waren politisch aktiv, beide waren aktive Antifaschisten. Wilhelm Reich, der damals auch in Berlin lebte, war der auch ein Analytiker, bei dem Fritz seine Lehranalyse gemacht hat. Und beide waren in den frühen 30er Jahren im Wedding, was in Berlin ein klassischer Arbeiterbezirk war und immer noch ist,
für eine Volkshochschule, so eine marxistische Volkshochschule in Bildung für Arbeiter gemacht. Und deshalb sind, also Fritz und Laura waren aktive Antifaschisten. Und das war auch der Grund, warum sie gleich am 30. Januar 1933 abgetaucht sind. Nicht als Juden, das finde ich auch mal wichtig, sie sind als Antifaschisten gegangen und nicht als Juden. Also ein hohes politisches Bewusstsein und das hat sie sicherlich auch verbunden. Wow. Zumal in der Zeit, das war nur wirklich. Und sie waren ja auch, ich glaube, sie sagt auch in einem Interview, dass sie sich als Marxistin, vielleicht sogar als Trotzkistin sah, also jedenfalls politisch sehr engagiert beide. Ja, und wer dann noch mehr erfahren will und vielleicht auch mal Laura in ihrem schönen Kleid sehen möchte, kann gerne den Film An der Grenze erwerben. Der ist verlinkt hier im Podcast in den Shownotes. An der Stelle, Christoph, bedanke ich mich ganz herzlich. Danke für dein Interesse an Laura und an der Gestalt. Ja, und auch danke für deine persönlichen Einblicke in die Begegnung mit Laura über die Interviewpartner. Ja, ja. Ja, hat Spaß gemacht. Jetzt hat es Spaß gemacht und schön nochmal so jetzt nach ja, 18 Jahren oder fast 20 Jahren nochmal so Bilder und Erinnerungen an diese ja, aufregende Zeit. Das war und ist wahrscheinlich der einzige Film, den ich in meinem Leben mitproduziert habe. Wir haben noch versucht, einen Film über Fritz zu organisieren, aber das ist dann an wirtschaftlichen, das hätte 200.000 Euro gekostet und das ist dann einfach gescheitert. Wer weiß, vielleicht ein Aufruf an die nächste Generation. Ah ja, bitte. Genau. Der Weg ist frei. Vielen Dank. Gerne. Wiedersehen, Christoph. Danke fürs Interesse. Schön, dass du in dieser Folge im Gestaltcafé zu Gast warst. Wie immer lade ich dich zum Schluss ein, in deinen eigenen inneren Dialog mit dem zu treten, was du gerade gehört hast. Bis zum nächsten Mal.